Mein Gott, was ist denn? Jetzt muss ich doch hier über die Schafe klettern. Weit rumkommen. Ja, weit rumkommen. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich der Dame. Ich bin der Horst. Ich bin die Maria. Maria, du hast ja, mein Gott, was hast du denn hier alles mitgebracht? Das ist ja... groß, groß. Wo hast du die her? Auf dem Dachboden gefunden. Jetzt ohne Quatsch? Ja, und ich hätte sie entsorgt, wenn ich nicht die Signatur gefunden hätte. Was hast du denn für eine Signatur gefunden? Was steht denn da? Da dieses... Ach so, dieses... Kürzel. Ja. Da steht Krumm. Nee, PK. Jetzt PK. PK 89. Genau. Mhm. Ja, das ist ja ein dolles Ding. Ne? Hier sind noch so Zahlen. Das ja, ist 12 von 15. Mhm. Da weiß ich, was das ist. Ich auch. Das sind Auflagen. Genau. Das sind Nummer 12 von 15 gemachten. Genau. Hast du irgendwas erkannt? Nein. Gut, dann bin ich nicht allein. Aber ich bin mir relativ sicher, die Bianca, die hat hier ganz viel gesehen und wird uns helfen, sehend zu werden. Mhm. Wobei ich so richtig auch nichts erkannt habe. Denn das ist das Besondere bei Per Kirkeby, dem dänischen Gegenwartskünstler. Er ist einer der berühmtesten skandinavischen Künstler überhaupt. Wow. Er hat in der Regel abstrakt gearbeitet, aber in einer Art und Weise, dass der Betrachter manchmal das Gefühl hat, an der Grenze zu etwas Gegenständlichem zu stehen. Das heißt, der Betrachter kann Assoziationen bekommen, wie zum Beispiel hier vorne, als wenn diese drei Rechtecke die Unterteile von Türen zeigen würden, zum Beispiel. Aber da ist der Betrachter ganz frei. Und das ist aber auch genau das Spannende von seiner modernen Kunst. Er war ein extrem vielseitiger Künstler. Er lebte von 1938 bis 2018. Und er hat nicht nur Radierungen in dieser Art geschaffen, sondern auch Malerei. Er hat Architektur geschaffen, Backsteinbau. Er war als Schriftsteller tätig und hat sich in jedem Feld der Kunst, in jeder Gattung fast ausgetobt. Und hier haben wir Aquatinta. Radierungen vorliegen, Aquatinta. Das ist ein Verfahren, das mit Säure arbeitet und das dadurch sehr weiche, schattenhafte Übergänge schaffen kann. Und das sieht man an allen drei Blättern wunderbar. Wir haben hier verschiedene Töne von Schwarz und Grau. Und mittendrin haben wir aber auch noch Kaltnadelradierungseffekte drin, in allen drei Blättern. Es sind sehr, sehr große Formate auf breitrandigem Bütten. Alle drei haben die Signatur sowie die Datierung an der rechten äußeren Seite. Das zeige ich einmal hier. Das ist das, hier bei dir, Horst, direkt das Groß-P, Groß-K 89. Das heißt, 1989 sind alle drei Werke entstanden. Und hier dieses Werk ist die Nummer 12 von 15, ebenso wie das Werk hier vor dem Pult. Alle müssen erst mal gucken. Ja. Das ist 9 von 15. Exakt, das ist die Nummer 9 von 15. Ja, Wahnsinn. Was sagst du zum Zustand? Sind die Rahmen dazugehörig oder waren das Rahmen, die der Künstler vielleicht mal drum gemacht hat sogar? Das kann sein, würde ich aber eigentlich eher ausschließen. Was man aber sagen kann, sie sind sehr gut staubdicht hinten. Das sieht man auf der Rückseite gerahmt. Der Zustand ist gut. Ich kann keine Stockflecken oder sonstige Schäden entdecken. Mhm. Insofern wäre ich eigentlich ganz zufrieden. Gut, Maria. Ja. Was würdest du gerne haben wollen dafür? 500 bis 600 Euro pro Bild hatte ich jetzt. Ja. Per Kirkeby wird international gehandelt. Seine Gemälde, das ist jetzt eine andere Gattung, aber seine Gemälde sind im 5- bis 6-stelligen Preisbereich. Also sehr, sehr teuer. Ich weiß. Wir haben hier aber Druckgrafik vorliegen, die ist naturgemäß deutlich niedriger. Wir haben hier auch keine Unikate, sondern einzelne Werke aus einer Serie vorliegen. Aber sie haben einen sehr bekannten Künstler und deswegen wäre ich auch etwas höher. Ich wäre bei 700 bis 900 Euro pro Blatt, macht einen Gesamtpreis von 2100 bis 2700. Sehr gut. Maria, für gefunden um Speicherung. Ne? Maria. Bitte schön, ich habe zu danken. Ich wünsche dir viel Erfolg bei den Verhandlungen. Da sitzen ein paar sehr kunstbegeisterte Händler bei. Da wollen wir mal hoffen. Da geht's rüber. Danke. Tschüss, meine Liebe. Viel Spaß. Danke. Das ist eine Kuh. Das ist der Kopf, das ist der Rücken, das ist der Schwanz, da sind die Beine, die sind ein bisschen verknotet. Ne? Ja, oder ein Regenwurm mit mehreren Antennen.
Nee, der hat ja Hörner hier. Das sind ja Hörner, ne? Das da ist ein Baum, da ist ein Fenster, da guckt der Bauer raus. Das ist der Misthaufen, deswegen stinkt das so. Da geht's ja so. Ja. Und in der Mitte ist ein Baum mit Äpfeln. Das ist ein Apfelbaum, ja. Das ist ein Bauernhof. Sehr schönes Bild. Herr Kirkeby. Holzrahmen, schöne Galerieholzrahmen, gut gemacht, schön grau. Gestrichen dann auch richtig schön gut verschraubt, Qualität. Hinten säurefreies Papier. Huhu. Kuckuck. Herzlich willkommen. Hallo. Schönen guten Tag. Tag. Hallo. Schönen guten Tag. Lieber zunächst Scholli. Mal müssen wir uns bedanken, dass Sie diese riesen tollen Bilder hier angeschleppt haben. Ist ja auch Arbeit gewesen. Das war Arbeit, ja. Per Kirkeby, ein großer, abstrakter Maler, informell, hat Strukturalismus mit neu erfunden. Ja, finde ich gut. Es sind limitierte Auflagen aus dem Jahr 1989. Ja. Alle eine sehr geringe Auflage. Ja. Also zumindest bei dem Linken hatte ich eben, glaube ich, eine 15er Auflage. Alle 15er. Alle eine 15er Auflage sogar. Jawohl. Haben Sie die mal gekauft? Weil die sind von der Dachbodenfund. Dachbodenfund. Dann kann man aber froh sein, dass der Letzte, der sie gerahmt hat, hinten ein ordentliches säurefreies Papier eingesetzt hat, eine Abdeckung und das Ganze so gut geschützt hat. Ich fange mal mit 1.000 Euro. Oh, ja. Ich sag mal 1.500. 1.600 bei mir. 1.700 bei mir. Also ich muss Ihnen sagen, meine Ware ist es überhaupt nicht. Und ich habe keine Ahnung, wie dieser Künstler gehandelt wird. Und deswegen würde ich Sie mal nach der Expertise fragen. 700 bis 900 pro Bild. Okay, pro Bild. 1.800 würde ich für die drei Blätter bieten. Gerne. Also, obwohl sie mir eigentlich nicht so... Also das linke oben finde ich schön, da habe ich Fantasie. Das rechte auch noch. Das da ist ein bisschen, find etwas bedrohlich. Aber ich versuche es trotzdem und biete Ihnen jetzt glatt 2.000 Euro. Da bin ich raus. Ich sag 2-1, das kann man gut durch 3 teilen. Dann mache ich 2-2, weil ich muss das gar nicht durch 3 teilen. Nee, musst du auch nicht. Nee. Lässt sich aber dafür schön durch 4, 5, 10. 2-3 lässt sich ganz schwer teilen, aber das ich sag's trotzdem. Dann sage ich noch 2.400 Euro. 2.450. Hört sich besser an. Wirst du schon wohl wegen Puffi abhängen lassen? Natürlich nicht. Ja, 2,5 beim lieben Leo. Ich glaube, du hast jetzt für mich geboten, aber sei es drum. Hast du 2 nicht? Hat er ja noch nicht. Ach so, sorry. Nein, das ist in Ordnung. Ja, mach's. Das ist in Ordnung. Jawohl. Wenn ich jetzt schon einen Assistenten habe, dann ist das in Ordnung. Also wenn er hier schon mit Assistenten im Kunsthandel auftritt, da bin ich raus, da bin ich total eingeschüchtert, da höre ich jetzt auf zu bieten. Verkaufen Sie an Leo für 2.500. Sehr gerne. Schön. Wunderbar. Dann schaue ich mal, ob ich so viel Geld dabei habe. Also, das kann jetzt ein bisschen länger dauern. Das macht normalerweise mein Assistent mit dem Zählen, aber ich mache das heute bei dieser Summe selber. So viel vertraut er mir nicht. Bei der Summe noch nicht. 200, 400, 600, 800, 1.000. 200, 400, 600, 800, 1.000. 100, 200, 300, 400, 500. So, Julian, hast du schön aufgepasst? Ich habe mitgezählt. Gut, beim nächsten Mal kannst du das machen. Wunderbar. Dann freue ich mich sehr. Und dann haben Sie jetzt 2.500 Euro auf dem Dachboden gefunden. Ich bedanke mich. Ja, vielen Dank. Danke. Bis dann. Danke. Tschüss. 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 Also ich finde das in der Mitte noch immer das stärkste Bild. Ich nehme Gebote entgegen.